Herr Finkler, warum erinnern Sie sich noch an den Fall des ermordeten Schäfers? Ja, ist ja jetzt genau 10 Jahre her, dass wir an diesem Mittag zum Tatort gerufen wurden. Man erinnert sich an den Fall immer, weil der Tatort bei der Anfahrt auf einen wirkt. Da war es in dem konkreten Fall so, dass der Schäfer in einem Anwesen wohnte, was schon bei der Anfahrt einen total verwahrlosten Eindruck gemacht hatte. Als wir ausgestiegen sind, lagen tote Ratten auf dem Hof. Man fragt sich dann natürlich direkt, was erwartet mich denn jetzt noch hinter der Tür? Und das ist halt so der erste Eindruck, den man von so einem Tatort gewinnt. Jetzt sind Sie ja dem Täter relativ rasch auf die Schliche gekommen. Wie kam es dazu? Also es kam dazu, weil der junge Mann, der später als Täter überführt wurde, eine persönliche Beziehung zu dem Schäfer hatte. Er hatte ihn in der Vergangenheit schon mal bestohlen, hatte eine Haftstrafe abgesessen und stand eigentlich in der Schuld des Schäfers. Nach einer Haftentlassung hat der Schäfer sich bereit erklärt, den jungen Mann wieder aufzunehmen, wollte aber wieder sein Geld haben. Der junge Mann sollte dafür von seinem geringen Lohn, den er über eine Arbeitsstelle sich beschaffen konnte, an den Schäfer abtreten. Zusätzlich sollte er noch die Schafherde hüten, Arbeiten verrichten. Und der junge Mann war nicht mehr vor Ort. Und das Fahrzeug des Schäfers fehlte auch. Und so war er halt, unsere Spur 1.